Herzlich willkommen, liebe Studierende. Das Ende ist nahe. Wir haben das letzte Modul in diesem Kurs erreicht und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Ausflug in die lustige, bunte Welt der Statistik. Keine Panik, wir werden keine arg komplizierten Dinge tun. Sie müssen ganz sicher nicht selbst rechnen, versprochen. Es geht jetzt nur darum, Sie haben sich vielleicht schon wissenschaftliche Artikel angeschaut und haben gesehen, im Methoden- und Ergebnisteil werfen die Leute mit Buchstaben und Zahlen um sich, um zu beweisen, dass sie gute Dinge getan haben und was diese Dinge bedeuten. Das ist sehr schön und wir geben jetzt mal oder besprechen mal einen kurzen Überblick, was das bedeutet, damit Sie dann auch sagen können, hey, ich weiß, was das bedeutet, ich finde, das ist gut oder das ist eigentlich gar nicht so viel wert, hör auf damit anzugeben. So, ganz grundsätzlich. In der Wissenschaft möchten wir, dass Dinge eine Bedeutung haben, dass sie in irgendeiner Form signifikant sind. Dafür haben sich kluge Köpfe das Signifikanzniveau ausgedacht. Das Signifikanzniveau besagt eigentlich nichts anderes als, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sind diese Ergebnisse nicht durch Zufall entstanden, sondern tatsächlich etwas wert. Dafür haben wir natürlich auch Maße, denn in der Statistik haben wir für alle Dinge Zahlen und Buchstaben. Das wunderschöne Alpha ist die Bezeichnung für unser Signifikanzniveau, das wir vorher festlegen. Und da gibt es gängige Konventionen. Das heißt, wir sagen, 5% Irrtumswahrscheinlichkeit ist noch vertretbar oder wir sind strenger und sagen, 1% Irrtumswahrscheinlichkeit ist noch okay. Und jetzt zum Beispiel im medizinischen Studium sagt man, 0,1%, damit können wir leben. Also das Signifikanzniveau Alpha legen wir fest auf einer bestimmten Prozentmenge von Irrtumswahrscheinlichkeit. Und das drücken wir dann im Text aber nicht mit Alpha auf, sondern mit dem Wert P. P für das englische Probability, also Wahrscheinlichkeit. Und das ist ein wunderschöner Wert, der reicht von 0 bis 1, weil das Wahrscheinlichkeiten ausdrückt. 1 sind 100%, 0 sind 0%. Und wenn wir jetzt ein Signifikanzlevel Alpha von 5% festgelegt haben, dann ist unser Ergebnis dann signifikant, wenn wir jetzt einen Wert haben von P, der kleiner als 0,05 ist. So, das ist das, was wir im Wissenschaftlichen sehen wollen. Heißt das jetzt, wenn wir in einem wissenschaftlichen Artikel, in einem wissenschaftlichen Bereich das sehen, dass etwas automatisch eine praktische Bedeutung hat? Also schauen wir uns jetzt beispielsweise mal an, wir haben Korrelation, das bedeutet, auch da haben wir eine wunderschöne Zahl, nämlich zum Beispiel das R. Das bedeutet, wenn in einer Variable etwas passiert, passiert auch in einer anderen etwas. Das geht auch wieder von 0 bis 1, Statistiker mögen diesen Bereich, 0 bis 1, 1 ist das Komplette, 0 ist nichts. Und wir sehen jetzt, okay, wir möchten messen, wir haben hier zwei verschiedene Dinge und wir schauen, wie interagieren die miteinander. Und hoffen, dass dieses R möglichst hoch wird. Das soll möglichst schön sein. Das schauen wir uns jetzt einmal praktisch an. Wir haben jetzt hier zwei Dinge und wir sehen anhand der Grafik, das sieht schon aus, als würden die irgendwie miteinander zusammenhängen. Und wir sehen, ja, also wir haben hier den Pro-Kopf-Verbrauch von Käse und die Anzahl von Leuten, die sterben, weil sie sich in den Bettlaken verheddern, über einen Zeitraum von 10 Jahren, 2000 bis 2009. Und wir haben eine Korrelation, das sieht man jetzt in dieser Grafik nicht, aber die war relativ hoch, die war nämlich R. irgendwas in diesem Bereich. Also dass wir sagen, boah, das ist ziemlich viel. Und wenn wir uns das jetzt aber anschauen, okay, wir haben eine ziemlich hohe Korrelation. Wir sehen, wenn das eine steigt, steigt das andere auch. Das flacht dann auch irgendwie wieder so ein bisschen ab. Aber hat das eine praktische Bedeutung? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wenn wir uns die Daten jetzt genauer anschauen, würden wir merken, mit dem Signifikanzniveau, ja, könnte jetzt was rauskommen, könnte nichts rauskommen. Und das könnte jetzt daran liegen, wenn wir einfach Datenmengen haben, die groß genug sind, wird irgendwann alles signifikant und überzufällig. Gut, ist es dann nützlich, dass wir dieses Signifikanzniveau haben? Grundsätzlich ja ist es, weil wir haben es ja immer noch. Deswegen gibt es eine weitere schöne Spielerei, das ist die Effektstärke. Das heißt, wir können uns mit einer weiteren Zahl anschauen, okay, wir haben hier diesen Effekt und der hat diese praktische Bedeutung. Da gibt es kleine, mittlere und große Effekte und daran können wir dann sehen, okay, wir haben hier eine klare Korrelation. Das ist jetzt vielleicht sogar signifikant, aber es hat keine praktische Bedeutung. Das bedeutet, dass ganz wichtig ist, dass wir uns, wenn wir uns wissenschaftliche Ergebnisse anschauen, dass wir uns nicht nur einen Wert anschauen, sondern dass wir uns auch anschauen, was steckt dahinter. Dass wir nicht sagen, oh, hier ist eine große Prozentzahl, das muss wichtig sein.
Das kann wichtig sein, das muss es nicht. Wir müssen uns das immer im Gesamtkontext anschauen und wir müssen jedes Mal hinterfragen, was bedeutet das praktisch? So, das sind jetzt mal so einfache Beispiele. Und um noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen, schauen wir uns noch ein paar andere Lage- und Streuungsmaße an, wie wir Daten beschreiben und abbilden können. Da haben wir diese wunderschöne Grafik vorbereitet. Das ist ein sogenannter Boxplot, eine ganz wunderbare mathematische Darstellungsweise. Und da geht es jetzt darum, dass wir eine Gesamtheit von Daten irgendwie auf einen Blick verständlich machen wollen. Wir haben hier unsere Skala, unsere Referenzskala, die uns sagt, in welchem Wertebereich bewegen wir uns. Und wir können auf einen Blick sehen, die Mitte von allem, der Median, das ist so der Wert, wo 50% drunter liegen, unter diesem Wert, ist gar nicht in der Mitte von dieser Referenzskala, sondern irgendwie weiter drüben. Das bedeutet, unsere Daten sind jetzt nicht nach dieser Skala verteilt, sondern treten in der Realität irgendwie anders auf. Verrückt. So ist Wissenschaft. Es passieren diese Dinge. Was wir jetzt noch in diesem Boxplot sehen, wir haben verschiedene Maße, die definiert sind, um kommunizieren zu können, was passiert mit unseren Daten. Wir haben jetzt eingeteilt, hier ist die Mitte der Daten. Wir hätten noch weitere Mittelmaße. Wir hätten zum Beispiel den Modalwert, das ist der Wert, der am häufigsten vorkommt. Macht ganz selten Sinn, das irgendwie anzugeben, deswegen tun wir es jetzt hier nicht. Wir sehen aber auch diesen Körper, oberes und unteres Quartil. Wir haben schon gesehen, 50% sind da drunter. Und hier sehen wir wieder, 25% der Daten liegen über diesem Bereich, 25% der Daten liegen unter diesem Bereich. Und 50% aller Daten liegen in dieser Mitte. Das bedeutet, dass wir sehen, das ist ein Viertel, das ist ein Viertel, das ist ein Viertel, das ist ein Viertel. Und die sind nicht wirklich gleich verteilt. Im unteren Bereich sind die etwa gleich groß, im oberen sind die etwa gleich groß. Und wenn hier so viel drin ist wie da, müssen da viel mehr Daten drin sein. Das heißt, wir könnten zum Beispiel eine Kurve legen und wir könnten sagen, die würde ungefähr so aussehen. So werden unsere Daten verteilt. Was wir jetzt noch hier sehen in diesem Bild, sind diese Ausreißer, das sind so die Werte, die wir Wissenschaftler in der Datenauswertung mal ganz, ganz furchtbar finden, weil das sind so Einzelfälle, die sich überhaupt nicht in das Gesamtbild passen. Einfach nur, wenn wir jetzt zum Beispiel Teilnehmer haben oder wenn wir jetzt irgendetwas messen und da passieren Dinge. Also ich befrage zum Beispiel Leute, wie gut ihnen etwas gefällt und jemand schläft ein und hört auf zu reagieren. Dann werden seine Daten nicht zu dem passen, was die Leute, die das ernsthaft beantwortet haben, haben. Und die Daten werden dann sogenannte Ausreißer im schlimmsten Fall. Das heißt, das sind die Fälle, wo wir uns ganz, ganz kritisch anschauen, was ist hier passiert. Gehört das so? Ist das was, was wir näher untersuchen sollten? Oder sind das irgendwelche Messfehler, die zustande gekommen sind? So, das heißt, wir haben jetzt ganz viel, wo wir uns anschauen können. Ja, so sehen unsere Daten aus. Wir haben diesen Median, das ist die Mitte. Und jetzt werden Sie sich sicher fragen, Moment, aber Mittelwert, wir kennen das irgendwie anders. Also das, was vermutlich alle kennen, ist das arithmetische Mittel. Das ist so, wenn ich alle Werte zusammenrechne und durch die Menge teile an Werten, die da ist. Das kennen Sie zum Beispiel von Schulnoten, dass man sagt, ja, die Schulnote ist im Durchschnitt eine 2, sehr gut gemacht. Das könnten wir jetzt hier auch einzeichnen. Das ist nicht für alle Arten von Daten sinnvoll, wird aber auch sehr häufig gemacht. Wenn wir das machen, machen wir noch was Zweites dazu, nämlich eine Standardabweichung. Eine Standardabweichung ist das, was so diese durchschnittliche Abweichung von diesem durchschnittlichen Mittelwert ist. Also als einfaches Beispiel, wenn wir zum Beispiel sagen, der durchschnittliche IQ, die durchschnittliche Intelligenz von Leuten ist 100. Und dann schauen wir uns an, wie ist die so verteilt. Das wäre jetzt ungefähr so verteilt. Hier bei 100 haben wir den Durchschnitt und das, sagen wir, ist eine Standardabweichung. Und in diesen Standardabweichungen messen wir dann. Da ist dann definiert, eine Standardabweichung sind jetzt 15 IQ-Punkte. Wenn Sie jetzt kommen aus einem IQ-Test und haben einen IQ von 127, können Sie sagen, ich bin klug. Oder Sie machen es richtig sophisticated und sagen, ich liege anderthalb Standardabweichungen über der Durchschnittsintelligenz. Klingt dann gleich viel besser. Das heißt, Sie können Statistik auch benutzen, um kluge Dinge zu kommunizieren und gleich dafür besser zu klingen. Ist so ein bisschen ein Ding, was Wissenschaftler gerne tun, wo man automatisch reinfällt. So, das heißt, wir haben sehr, sehr viele Werte, um unsere Daten zu beschreiben. Es hilft massiv, wie wir sehen, wenn wir Grafiken haben, um das abzubilden. Den Boxplot haben wir kennengelernt. Im folgenden Video zeige ich Ihnen noch ein paar andere für ein bisschen einfachere Dinge, wo man dann auch nicht so viele Werte drin rummalt, wo man einfach auf einen Blick mehr einfache Dinge sieht. Schauen wir uns das auch gleich an. Bis gleich.